Beispiel nur umsonst, da sagt er so, zu umsonst. Das ist jetzt so umsonst. Hier, nein, zu das Formular warten? Naja, dass man stark ist, aber ohne, also man soll stark sein, aber also, wenn man dieses hier anhat, sollte man Schlägereien vermeiden. Also eigentlich heißt stark ohne Gewalt, stark sein mit Reden und nicht mit Schlagen und man kann auch Schläge verwenden, ne? Das weiß ich auch. Also stark sein, auch mit anderen zu reden, mit denen wirklich zu besprechen, was man will und nicht mit Hauen, also mit Schlagen, weil das immer zu nichts führt. Das sollte man immer auch mit einem vertrauenswürdiger Person machen, die Ahnung davon hat. Tief sagt mir ganz einfach, die Menschen im Kiez, die bereinigen ihren Kiez, die Menschen im Kiez, die bearbeiten ihren Kiez. Kiezamt aktiv sagt mir ganz einfach, der Kiez darf nicht stark ohne Gewalt. Was heißt das? Stark ohne Gewalt. Stark ohne Gewalt ist eine Initiative, die gegründet wurde von Raed Saleh. Und es ist ein Projekt, wo Jugendliche sich für ihren eigenen Kiez engagieren und Zivilcourage zeigen. Das ist stark ohne Gewalt. Heute waren Jugendliche aus dieser Gruppe auf der Straße und haben den Kiez gesäubert. Wie ist das entstanden? Die Idee ist entstanden, also die Idee gibt es schon länger, das nennt sich Frühjahresputz hier bei uns in der Neustadt. Neben mir sitzt Herr Bröckel, Vorstandsmitglied von Stark ohne Gewalt und Vorsitzender des Vereins Neustadt e.V. Und Neustadt e.V. hat das Ganze heute sozusagen initiiert. Heute haben aber sehr, sehr viele mitgewirkt. Und am meisten sind die hervorzuheben, die heute wirklich die meiste Arbeit geleistet haben. Und das sind die Kinder und die Jugendlichen. Die haben sich heute sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben und haben sich für ihren eigenen Kiez eingesetzt und hier sauber gemacht. Werden die Kinder gewertschätzt von den Erwachsenen für ihre Aktionen? Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie diese Wertschätzung erhalten, weil die kleinen Kinder, die haben selber sich dafür, beziehungsweise haben, ja doch, die haben sich ja selber gemeldet und meinten, wir wollen helfen. Natürlich haben wir Erwachsenen in Anführungszeichen den Rahmen gesetzt und alles organisiert, aber ohne die Kinder wären wir gar nichts, wäre dieser Bezirk, wäre die Neustadt auch nichts, denn die Kinder sind hier einer der größten, beziehungsweise der wichtigste Teil hier bei uns in der Neustadt. Und man muss die auch wertschätzen. Man muss die wertschätzen, indem man denen auch sagt, dass das hier ihr Bezirk ist, ihre Neustadt. Und am meisten kann man sie wertschätzen, indem man auch wirklich darauf achtet, dass man als Vorbild fungiert. Dass man wirklich als Erwachsener denen zeigt oder versucht, zumindest zu zeigen, wie es richtig geht und nicht seinen Müll auf die Straße wirft oder seine Zigarette. Welche Ziele haben die Jugendlichen weiter für sich formuliert? Die Ziele sind eigentlich eindeutig. Es ist auf jeden Fall ein schönes, harmonisches Miteinander sein. Wir leben hier alle zusammen, egal ob wir Türken, Araber, Kurden, Jugoslawen, Serben, Deutsche, egal was für eine Nationalität, ob Männlein oder Weiblein, ist völlig egal. Es ist wichtig, dass man versucht, den Menschen an allererster Stelle zu sehen und dass man schaut, dass man hier gemeinsam leben kann miteinander. Also sprich, Vorurteile auf beiden Seiten abbauen oder auf mehreren Seiten und eine gegenseitige Integration bewirken. Das heißt aber auch, dass es dann eine politische Frage ist. Wie stehen Sie zu Gender? Es ist natürlich auch eine politische Frage. Man muss halt auch schauen, dass man auch das hinkriegt, dass Frauen und Männer, Mädchen und Jungs also zumindest politisch eine gewisse Gleichberechtigung erfahren, dass man auch Mädchen zeigt, dass sie sehr wertvoll sind und den Jungen natürlich auch und denen auch mitgibt in deren Bewusstsein, dass man halt in allererster Stelle den Menschen sehen muss. Und sei es nun bei den Migranten und Migrantinnen oder auch bei den Deutschen. Das ist wirklich eine Bewusstseinsänderung, die man überall versuchen sollte zu erzielen. Wann hat sich denn dieser Verein Stark ohne Gewalt gegründet? Reden wir jetzt über Stark ohne Gewalt. Der Verein Stark ohne Gewalt hat sich als Verein 2008 gegründet, im Dezember 2008. Allerdings hatten wir vorher schon 2,5 Jahre ehrenamtlich gearbeitet, ohne Vereinsstruktur zu haben. Welche Ziele werden, außer eine Jugendgruppe zu formieren, die gegen die Gewalt im Kiez vorgeht, werden weiterhin verfolgt? Für eine gewaltfreie Gesellschaft
da könnten wir überall anfangen. Ne? In der deutschen Politik, in Afghanistan passiert auch Gewalt. Aber wir treten für eine gewaltfreie Gesellschaft ein. Das sind hehre Ziele, die verfolgen wir aber. Und wir reden auch viel und oft mit den Jugendlichen darüber. Welche Kooperationspartner konnten Sie gewinnen? Wir haben viele Kooperationspartner. Also das sind zuerst einmal die QM-Gebiete, die vier QM-Gebiete in Spandau zu nennen. Spandau-Neustadt, Falkenhainfeld West und Ost und Heerstraße Nord. Sowie die Strukturen hier vor Ort, zum Beispiel Spandau-Neustadt e.V., einige Schulen, die Betraven-Oberschule, Heinrich-Böll-Oberschule, also viele, viele Schulen, die wir als Kooperationspartner haben. Natürlich nicht zu vergessen, der größte Kooperationspartner, die Berliner Polizei, Abschnitt 21 in Berlin-Spandau. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welches Ziel würden Sie sich dann vornehmen? Oh, dass die Erwachsenen öfter auf die Jugendlichen hören sollten.